Du hast das Problem, dass du eine Rangliste in Excel erstellen musst, egal für welchen anders. In diesem Tutorial zeige ich dir, wie kinderleicht das sein kann. Wie das Ganze wie immer funktioniert, zeige ich in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Damit wir in Excel kinderleicht die Rangliste erstellen können, benötigen wir nicht vieles. Lediglich brauchen wir eine Funktion und das machen wir, indem wir hochgehen zu der Spalte, wo das Ganze hingeschrieben werden soll, rufen die Funktion auf mit gleich, schreiben dann Rang hin, Punkt, gleich, Klammer auf. Natürlich will ich die Zahl wissen, sagen also hier die 46 jetzt an meiner Stelle, kann bei dir anders sein natürlich, Semikolon, und dann möchte er natürlich wissen, welchen Bezug er haben möchte, und das machen wir, indem wir einfach hier die 46 bis runterziehen zur 57, bei dir kann es natürlich auch länger sein, fixieren diese Spalte sozusagen jetzt mit F4, Klammer zu und Enter. Voila! Wir können jetzt noch auf die Platzierung gehen und sagen natürlich, dass die Funktion auf die ganzen anderen Spalten übernommen werden soll. Und wie wir sehen können, wir sind auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir, liebe Zuhörer, hat das Ganze gefallen. Lasst mir mal ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir, TheCode 900, in Excel verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.